Hallo, ich bin LHP Hawking und ich betreibe eine Community Farm auf CB16. Hallo Hawking. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich nur Hawking sage. Klar, das passt total. Wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen? Ist das wegen des bekannten Physikers oder? Genau so ist es. Früher hieß ich Hawking Stephen. Das war der einzige verfügbare Name, der irgendwie Anspielung an ihn war. Und das war, glaube ich, wo ich angefangen habe mit Minecraft zu spielen, das war ein Jahr nachdem er gestorben ist. Und ich wollte, dass man seinen Namen ein bisschen öfter in der Welt liest. Eine schöne Geste zur Erinnerung. Seit wann gibt es die LHP-Farm eigentlich und wie hat das Ganze angefangen? Die LHP-Farm gibt es mittlerweile seit etwas mehr als einem Jahr. So einen genauen Zeitpunkt kann ich nicht sagen, weil das etwas lose angefangen hat. Wir haben angefangen, einfach Spawner zu placen und haben irgendwann definiert, so, wir machen jetzt eine Community-Farm. Und wie es dazu kam. Ich habe mit einem Spieler zusammengespielt, der hieß damals Dr. Lightwolf. Und mit ihm hatten wir einfach Lust, etwas anderes mal zu machen, etwas für andere Spieler aufzumachen. Da er damals ein sehr reicher Spieler war, weil er viele Kisten aufgemacht hat, konnten wir uns schon anfänglich ein paar Spawner leisten und die Idee hat uns dann doch sehr gefallen, anderen Leuten was zurückzugeben. Nicht nur zu nehmen, sondern auch was zu geben. Was unterscheidet die LHP-Farm denn von anderen Community-Farmen? Ich persönlich würde sagen, es ist die Nähe zur Community, die uns zu den anderen unterscheidet. Wir machen das wirklich mit dem Hintergedanken, wir wollen so vielen Spielern wie möglich helfen. Die klaren Unterschiede sind die Sachen, die wir nebenbei anbieten, zum Beispiel wie Free Jeezies. Wir bieten den Leuten immer gekochtes Essen an. Wir bieten den Leuten auch bei unserer Schafsfarm Farbstoffe komplett kostenlos an. Jeder Besucher bekommt von uns auch ein signiertes Schwert, mit dem er schön farmen kann. Ich behaupte mal, dass es eben diese Community-Nähe, die bei vielen anderen Farmen ein bisschen fehlt. Mr. Melone möchte gerne wissen, rentiert sich das Betreiben einer Com-Farm in finanzieller Hinsicht? Persönlich würde ich sagen, nein. Je nachdem, wie fleißig man ist und auch selber viel farmt, dann ja, kann man ein bisschen was damit machen. Aber an sich sind die wenigsten Spawner so, dass sie Materialien abgeben, mit denen man sich eine goldene Nase verdienen könnte. Natürlich gibt es sowas wie Schwarzpulver. Es ist an sich eine DK, kostet 200-300 Dollar. Aber zu TNT gecraftet ergibt das natürlich dann schon 6-7K, was natürlich ein Batzen Geld ist. Aber der Aufwand, das zu verkraften und auch den Sand, das ganze Sand zu besorgen, ist auch nicht ohne. Also es ist nicht so, dass man dann automatisch reich wird, wenn man ein paar Spawner hat. So ist es nicht, nein. Hawking, wieso gibt es auf einer Community-Farm ein Casino? Dieses Casino ist eher aus Entertainment-Zwecken. Wenn man unser Casino betrachtet, merkt man sehr schnell einen kleinen Unterschied zu den anderen Casinos. Wir verlangen kein Eintrittsgeld. Bei uns ist nebendran ein Spawner mit Villagern, und zusätzlich Spender mit Waren, die man bei den Villagern direkt eintauschen kann, um sich die Smaragde, mit denen man spielen kann, zu erspielen. Wir wollen quasi den kleinen Spieler ein Casino bieten, wo er Spaß hat, wo er auch was wirklich gewinnen kann und dabei keinen einzigen Cent ausgeben muss, sondern sich das alles selber erarbeiten kann. Das ist für uns der kleine feine Unterschied. Schon wieder Mr. Melone möchte gern wissen, wie viele Spawner welcher Art habt ihr eigentlich gerade? Wir haben mittlerweile rund 140 Spawner und ich würde behaupten, dass überall von jeder Art haben wir, also die sichtbar sind, haben wir 8 Stück mindestens. Von manchen sind es natürlich wie Creeper 20 Stück. Wir haben jetzt Lohn 10 Stück dazu bekommen. Wir haben Hexen aktuell auf 15 Stück, möchten das aber ein bisschen verbessern. Wir haben
um die 10 Skelette, wir haben um die 8 Tintenfische, wir haben um die 8 bis 10 Slimes. Also wir probieren überall um im Durchschnitt 8 bis 10 Spawner ranzuschaffen, bis auf die Stationen, die wirklich sehr attraktiv für die Community sind, wie eben Skelette, Hexen oder aber Creeper, was sehr beliebt ist. Die möchten wir natürlich immer stärker machen und noch weiter ausbauen. Habt ihr sowas wie Stammkunden und wenn ja, welcher ist euer prominentester Gast? Ja, wir haben einige Stammkunden. Prominente Gäste haben wir in dem Sinne, glaube ich, nicht wirklich. Also wir hatten einmal Tata zu Besuch, darauf waren wir sehr stolz. Sie war bei uns im Casino ein paar Runden spielen. Abge war auch schon mal hier zum Gucken. Wir waren auch mal in einem Abge-Video. Das waren so die prominentesten Gäste. Aber Stammbesucher sind es eigentlich Spieler hier vom CB, die immer wieder kommen. Viele kommen nach halbes Jahr lang und dann nicht mehr. Das ist immer wirklich unterschiedlich. Aber gerade neuere Spieler sind eher unsere Stammkunden. Immer wieder laufen Scammer und Griefer über Community Farmen. Wie schützt ihr euch und eure Gäste und ist hier schon mal was passiert? An sich schützen wir unsere Gäste mit Aufmerksamkeit. Wir probieren natürlich die Community Farmen so zu gestalten, dass an sich kein Scam passieren kann oder irgendein Betrug oder sonst was. Natürlich gibt es manchmal Minecraft-Mechaniken, die man nicht beeinflussen kann. Das Schlimmste, was bei uns passiert ist, ist, dass ein Spieler bei den Wächtern gestorben ist und ein zweiter Spieler schnell hingerannt ist, seine Sachen aufgesammelt hat und sich wegteleportiert hat. Das habe ich soweit wie es ging natürlich ersetzt oder erstattet dem Spieler. Das habe ich beobachtet, also konnte ich das natürlich nachvollziehen und der Spieler, der abgehauen ist, wurde dann natürlich gebannt. Er wollte die Sachen auch nicht zurückgeben, ist direkt offline gegangen. Mehr können wir auch an sich leider nicht tun, außer die Leute, wenn wir wissen, jemand ist ein Scammer, ihn hier von der Farm auszuschließen und ihm keine Möglichkeit zu geben, mit zu farmen. Aber viel mehr haben wir nicht in der Hand, außer im Chat Aufklärung zu betreiben oder probieren mit unserem guten Namen quasi Leute vor Scams zu bewahren. Aber mehr geht leider technisch nicht. Heute ist ein echter Mr. Melone-Fragtag und Mr. Melone hat sogar noch eine Frage eingereicht, nämlich wurde deine Farm schon mal von einem Admin überprüft, weil er auf der Dupe-Liste gelandet ist? Tatsächlich ja, aber das auch nur wegen unserem Casino. In unserem Casino hatten wir bis vor kurzem Dracheneier mit angeboten als Gewinn und da in einem Werfer da mehrere Dracheneier drin waren, ich würde behaupten 9 Stück, kam es sogar dazu, dass Abge im Video, ganz kurz für eine Sekunde ist es in einem Abge-Duper-Video zu sehen, wie er bei uns vorbeikommt und in den Werfer reinschaut und das sieht. Sonst muss ich ehrlich sagen, haben wir keine großen Admin-Items, die wir lagern würden oder die wir haben. Dementsprechend haben wir eigentlich nicht zu befürchten, dass ein Admin da irgendwie vorbeikommen müsste. Wir haben höchstens ein paar Spawner, die wir an sich immer wieder weitersetzen. Wenn heute tatsächlich irgendein Spieler oder Abge vorbeikäme und dir x Millionen bieten würden, dafür, dass sie die Farm platt machen dürfen, wo wäre die Schmerzgrenze erreicht, dass du die Farm verkaufst? Ich glaube, es gäbe keine Schmerzgrenze, weil ich das einfach nicht machen könnte. Es steckt nicht nur meine Energie und mein Herzblut hinter dieser Farm, sondern von vielen anderen Menschen. Und das ist für mich in keinem Minecraft-Geld aufzuwiegen. Also da gäbe es kein Angebot, das ich eingehen könnte, egal ob es eine Milliarde wäre. Geld war für mich persönlich noch nie was Wichtiges. Ich bin eigentlich immer pleite, weil jeder Cent, den ich erfarme, geht eigentlich immer in neue Spawner oder neue Spawn-Eggs. Im Laufe der Zeit habt ihr die Farm ja immer wieder umgebaut und schrittweise verändert. Wenn du heute 10 Millionen Dollar in-game bekommen würdest, wie würdest du sie investieren?
Ich würde den Großteil des Geldes wirklich für neue Spawner und neue Eier ausgeben, um weiter die Farm auszubauen. Wenn ich an einen Punkt kommen würde, wo ich sagen würde, okay, mehr Spawner machen keinen Sinn, dann ist unser Ziel, auf einen neuen CB eine weitere Farm auszumachen. Das heißt, wenn jemand uns 10 Millionen überweisen möchte, sehr gerne. Wir werden das auf jeden Fall für die Community investieren. Ich bin sicher, viel interessiert es, wie es hinter den Kulissen von LAP aussieht. Dürfen wir mal einen Blick reinwerfen? Natürlich, kommt mit. Wunderbar. Hier können wir runter. Ihr habt euch ja sogar hinter den Kulissen Mühe gegeben, hier schön zu bauen mit dem Weg. Unser Redstone-Leiter ist ein Genie und hat echt ein gutes Auge für sowas. Und er hat das alles hier designt und alles schön gemacht. Früher, vor einem halben Jahr, bevor er zu uns gestoßen ist, war das der pure Chaos hier. Und es sah überhaupt nicht schön aus. Es war einfach nur elementar. Schönes Lager mit Füllstandsanzeigen. Ja, eigentlich Hightech alles. Ihr vernichtet Goldnuggets? Ja, es ist einfach zu viel, was runterkommt. Die meisten Goldnuggets tun wir tatsächlich zur Seite sortieren. Auf der anderen Seite haben wir so eine kleine Maschine, die uns beim Craften unterstützt, die uns quasi mit den Goldnuggets vollwirft, während wir sie zusammencraften. Dennoch ist es einfach im Umfang zu viel. Wahnsinn. Und das kann man einfach nicht wegsortiert haben, also das kann man nicht wegsortieren und die Kapazitäten, das zu lagern, sind, das ist nicht möglich. Ich muss sagen, dass mir das Design von diesem Schmelzofen unheimlich gut gefällt. Ja, das ist echt schön. Das hat Dr. Super Alien echt wundervoll gemacht. Ich glaube, gerade kriegt der ein oder andere Zuschauer richtig Tränen in den Augen, wie er sieht, wie das ganze Gold verschmilzt. Ich würde gerne was davon abgeben, aber es ist einfach schwer, irgendwie das zu regeln. Ich kann das Gold auch gerne für die Leute wieder hochpumpen und zugänglich machen. Wenn dieser Wunsch tatsächlich kommt und ich das zum Beispiel bei deinen Videos in den Kommentaren lese, dann werde ich das natürlich auch einrichten, dass wir das nicht mehr verbrennen, sondern dass die Goldklumpen nach oben für die Spieler pumpen, dass die Spieler es mitnehmen können. Also, Leute, ihr habt es gehört. Oben gibt es ja diverse Spender, wo ihr reingreifen könnt und Prismarin rausnehmen oder Futter rausnehmen und so Sachen. Oder eben die Farben, wenn ihr da auch wollt, dass ein oder zwei Spender dazwischen sind, wo ihr euch Goldnuggets rausholen könnt. Dann, ja, sprecht mal mit dem LRP auch gegen und schreibt das mal hier unten in die Kommentare rein. Ich sehe, wir sind richtig tief in dem Ganzen jetzt, ne? Ja, du Das bist ist ganz, ja. ganz unten. Das heißt, die Farm ist wirklich ziemlich an der Oberfläche und ihr habt trotzdem alles bis hier unten hin mit allen möglichen Dingen bebaut. Jawohl, und das ist noch nicht fertig. Also wir möchten auch hier unten im Lager ein paar Secrets einbauen, beziehungsweise ein bisschen Dekomaterial. Und wie man an diesen Glasröhren sieht, möchten wir auch irgendwann die Leute kleine Touren hier durchs Lager fahren lassen mit Minecarts, sodass jeder unser Lager auch von unten sehen kann und was wir hier im Hintergrund betreiben. Und hier, genau das ist die Maschine, die wir zum Goldcraften benutzen. Perfekt. Hier unten steht ein Spieler Ja. und von oben werden ihm die ganze Zeit Goldnapsis zugeworfen, sodass er weiter craften kann. Ist echt gut. Das gleiche haben wir auch für TNT gebaut, nur für TNT ist deutlich, deutlich größer. Hier ist die TNT-Maschine. Hier stellen wir uns rein, um TNT herzustellen. Wenn du auf den Wow. Knopf drückst, wird Ach du hier meine Güte. das Zeug gleichermaßen dir immer zugeworfen. Und dann musst du einfach nur ein schnelles Händchen beim Craften haben. Wahnsinn. Wahnsinn. Das sieht wirklich abgefahren aus, wenn das Ding loslegt. Oh, und jetzt liegt alles da unten rum. Da fehlt noch der Ja. Rückführtrichter.
Den brauchen wir eigentlich nicht, weil wir... Der craftet ja bis zum Schluss, genau. Hawking, vielen Dank für den Einblick hinter den Kulissen. Was möchtest du den Zuschauern noch mitgeben? Einerseits vielen herzlichen Dank, dass ihr unsere Community Farm stets besucht und uns unterstützt. Ich bin stets überwältigt, wie gut so eine Community Farm bei den Leuten ankommt und viel Dankbarkeit man dafür auch teilweise empfängt. Dafür möchte ich auch vielen danken, weil das gibt uns, das ist quasi unser Lohn für das, was wir machen, für die Energie, die wir investieren, ist das unser Lohn. Und das ist sehr, sehr viel wert. Deswegen, was ich den Leuten auf den Weg mitgeben würde, ist, ich bitte alle auf Grifa Games, dass sie darauf achten, nicht toxisch zu sein, dass wir uns um ein gutes Miteinander kümmern. Das wollen wir mit unserer Community Farm so erreichen, indem wir uns auch so probieren, nicht toxisch zu geben oder in den meisten Fällen es auch nicht sind. Manchmal passiert, da wir Menschen sind, natürlich auch ein Missgeschick. Dennoch möchte ich eben die Menschen und Spieler alle bitten, ein bisschen freundlicher hier miteinander umzugehen. Das würde, glaube ich, allen ein bisschen mehr oder ein bisschen was bringen. Ich denke, da können die meisten der Zuschauer wirklich zustimmen und ein schöner Abschlusssatz von dir. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, uns rumzuführen, uns deine Informationen zu geben und vielen Dank auch, dass ich deine Stimme im Video verwenden darf. Und ich drücke dir natürlich die Daumen, dass das hier gut vorwärts geht, dass das Video gut Anklang findet und vielleicht auch der ein oder andere, der dein Projekt unterstützen möchte, mit der einen oder anderen Sach- oder Geldspende vorbeikommt. Und sind wir gespannt, wie die Abstimmung über die Gold Nuggets verlaufen wird. Vielen herzlichen Dank. Ich bin auch sehr gespannt.